Wir sind Wildberg Käse AG. Wir sind hier in Wildberg, Zürich-Oberland, in der Schweiz, umringen von kleinen und grossen Alpen. Wir setzen auf traditionelles Handwerk, haben aber gleichzeitig auch die Marke Chibab, einen Käsekebab, den wir später noch sehen. Wir sind hier bei der Milchbehandlung, einem Hauptbestandteil der Käserei. Hier wird Milch ins Thermisationspaket gepumpt. Wir haben dann hier verschiedene Temperaturmesssysteme plus den Druck, der überwacht wird. Die Temperatur wird mit einem IFM, mit einem doppelten Messsystem zur Sicherheit überwacht. Anschliessend geht es in den Käsefertiger. Der Bediener hat dann hier auch noch die Übersicht wieder über die Rezeptparameter, die er abruft oder auch je nachdem noch einstellt. Beim Käsefertiger ist es etwa gleich aufbauen. Er hat sein Rezept, das er damit schafft, und seine Parameter. Beim Plattenapparat wird die kühle Milch mittels WOG oder Heizsystem angewärmt und erhitzt. Das machen wir mit diversen IFM-Temperatursensoren. Wichtig dabei ist, um den Betriebsdruck mit einem PM1.5 von der IFM zu überwachen. Der ist hier oben. Und zusätzlich haben wir noch eine Selbstüberwachung mit einem TCC-Temperatursensor integriert. Bei der Umkehrosmose haben wir einen magnetisch-induktiven Durchflusszähler im Einsatz, den wir zum Zählen und Regeln von diesen zwei Hochdruckpumpen brauchen. Die sind in Serie geschaltet und erzeugen ca. einen Betriebsdruck von 20 Bar. Das tun wir mit einem IFM-PM-Drucksensor hier hinten kontrollieren und überwachen. Anschliessend geht die Magermolke in die Filtereinsätze hinein, wo wir das Konzentrat und als Nebenprodukt warmes PR-Mertwasser daraus gewinnen. Wir beziehen sehr viel Milch aus lokalen Bauernbetrieben. Uns ist das Handwerk sehr am Herz. Wir investieren sehr viel Herzblut darin in dieses Produkt. Wir machen verschiedene Sachen daraus. Über konventionelle, unkonventionelle. Wir lieben Käse und weil wir Käse lieben, hoffen wir auch Konsumenten auf unseren Käse zu begeistern oder mit unserem Käse zu begeistern. Und in dem Sinn brauchen wir aber auch modernste Technik. Dafür hilft auch die Firma IFM mit ihren ganzen Sensoren. Und die dient uns dazu, unterstützen, damit die Produkte am Schluss daraus entstehen.